Wir sind in Frankfurts Hauptstadt in München. Frankfurt! Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute wieder eine nice Straßenumfrage. Und zwar, was ist das Asozialste, was dein Lehrer je zu dir gesagt hat? Abonniert gerne die Glocke und den Kanal und aktiviert alles. Ihr wisst, was zu tun ist. Und was war das Gemeinste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Dass ich das Gymnasium nicht schaffen werde und ich jetzt in München studiere. Ha! So viel dazu. Und was studierst du? Bioinformatik. Was macht man als Bioinformatikerin? Weiß ich auch nicht ganz genau. Was ist das Asozialste, was ein Lehrer je zu euch gesagt hat? Blöde Kuh. Was ist direkt? Würde ich einfach sagen, Spiegelwand. Gegen Spiegelwand kann ein Lehrer eigentlich nichts sagen. Bei dir? Also meiner mobbt mich wegen meinem Nachnamen. Wie heißt du jetzt mit Nachnamen? Hachi. Hachi, also... Hachi. Charlie, was war das Gemeinste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Hachi. Boah. Ich sag nichts, weil am Ende ist Klassenkonferenz. Ein Lehrer hat sich bei mir mal in mein Privatleben eingemischt. Was sollte passieren? Und dann hat eine Lehrerin zu mir gesagt, dass ich viel zu empfindlich bin, dass wenn ich weiterhin so bin, wie ich bin, dass ich in meinem Leben nichts erreichen werde. Und da hatten wir eine riesige Auseinandersetzung. Aha. Noch jemand da? Wann haben Sie denn Abschluss gemacht in der Schule? Oh, das war sehr, sehr lange. 68. Sie sehen aber noch ganz schön fit aus. Ja, danke schön. Ich bin über 70. Was? Jette, was war das Asozialste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Wenn dich ein Mitschüler anfasst, ach, ist doch nur, weil er dich mag. Oh. Blöde Kuh? Es ist sexuelle Belästigung. Fünfte Klasse. Oh. Oh mein Gott, ich hoffe, Lehrer sehen das und lernen aus ihren Fehlern. Denn das traumatisiert manchmal sehr. Ja. Mein lustigstes Kackerlebnis auf der Schule, da ist ein Lehrer auf unsere Toilette gekommen und hat alles gehört. Und das war auch der Lehrer, den ich in der nächsten Stunde hatte. Der hat mich dann auch noch drauf angesprochen. Hat das nur gehört oder auch gerochen? Ja, wahrscheinlich beides. Ja, das kenne ich. Ich habe zwischendrin als Lehrerin gearbeitet. Abbruch. Also ich hoffe. Abbruch. Du bist der Lehrer so. Nein, geht hier in der Schule kacken? Ich war noch nie in meinem Leben in der Schule kacken. Lehrer sind ganz schön gemein, aber was war das Gemeinste, was der Lehrer je zu dir gesagt hat? Ja, ich war ungeschminkt und er hat mich gefragt, hast du 3 Tage geheult? Und ich war nur so, nein, ich war einfach nur ungeschminkt, ja. Ja. Ich hätte ihn am liebsten diesen hier wahrscheinlich gezeigt. Ja, ja, das wäre ein Verweis geworden, kann ich aus Erfahrung sagen. Bitte geben Sie mir keinen Verweis. Liebe Lehrer, wenn Leute geschminkt in die Schule kommen und dann einmal nicht geschminkt, nicht fragen, ob sie krank sind. Ist so, ja, Mann. Was war das Gemeinste, was ein Lehrer jemals zu Ihnen gesagt hat? Auch daran erinnere ich mich einfach nicht mehr. Einfach alles verdrängt. Ich heiße Vanessa. Vanessa, was ist das Gemeinste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Dass ich dumm bin, tatsächlich. Okay, und was ist 7 mal 8? 56. Oh, knapp noch die Kurve gekriegt. Und 7 hoch 7? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ich bin voll schlecht in Mathe. Geh mal aus meinem Bild, Junge. Das Asozialste, was ein Lehrer zu mir gesagt hat, war, boah, du bist schon wieder so aufgedreht, nimm mal deine Tabletten. Und ich musste Ritalin nehmen, aber es ist kein Spaß und es hat mir mega die Persönlichkeit weggenommen. Also danke nochmal für diesen Tipp, lieber Lehrer. Was ist das Gemeinste, was dein Lehrer je zu dir gesagt hat? Dass ich es zu nichts bringen werde. Der Klassiker. Und selber ist er Lehrer. Dass ich es niemals schaffe. Das Abi? Ja. Und wie läuft's Abi bis jetzt? Ganz okay. Was ist so der Schnitt bis jetzt? Mein Abi-Schnitt, den sage ich nicht. Der ist privat und schlecht. 2,4. Ja, komm. Geht mal wieder lernen. What's the meanest thing your teacher ever said to you? You're fat. Oh, that's direct and very... It was, yes. German teacher. So mean, I'm so sorry. Oh no. Wir sagen nein zu schlechten Lehrern mit asozialen Aussagen. But you're beautiful. No. Yes. Und ich bin wieder hier mit meinem Kameramann. Apropos, wenn man 3,3 Abi hat, kann man noch Kameramann werden. Gell, Tobi? Schmeckt. Nett gemein, aber auch irgendwie gemein in einer Art und Weise. Nein. Luciano Loco. Das Berühmte hier am Marienplatz in München ist, dass das Glockenspiel immer die neuesten Hits spielt. Und dieses Mal ist es... Hi, aber du findest mich heimlich geil. Gönn dir mal. Ah, ah, ah. 24 Tim, liebe Grüße. Können Sie sich noch an die Schulzeit erinnern? Aber selbstverständlich. Ich war ja erst in der Schule. Ich bin immer noch in der Schule. Sind Sie Lehrer? Ja. Hilfe. Ja, es tut mir leid. Und zufrieden mit dem Job? Also mit den Kindern schon. Also die Kinder haben hier einige Sachen über Lehrer gesagt, wo sie nicht so zufrieden sind. Können Sie das nachvollziehen? Ja. Was ist da los? Katja, was war das Gemeinste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Meine Lehrer waren echt alle nett. Oh, das ist die Ausnahme. Ich habe schon echt gemeine sogar Sachen. Hier in München. Also. Sogar hier in München. Richtig. Liebe Grüße an die private Mittelschule der Franziskanerin in Vöcklabruck. Motivieren. Möchtest du dieses iPhone oder soll ich die nächste Person fragen, ob sie es doppelt will? Ganz ehrlich, mein Bruder hat bald Geburtstag und der hat ein ziemliches Schrotthandy, also ich würde es nehmen, tatsächlich. Okay, Tobi, lauf! Was war das Gemeinste, was dein Lehrer zu Ihnen gesagt hat? Ich bin ein Arschloch. Und was haben Sie gesagt?
Selber auch. Sie sehen jung aus. Haben Sie mich jetzt verarschen oder was? Haben Sie mich gerade Arsch genannt? Ich habe gesagt, verarschen. Ja, ich habe Arsch gehört. Nein, das haben Sie nicht gehört. Das wollten Sie hören, ne? Was? Man will jetzt gegenseitig Fotos voneinander. Alles klar, wie du mir, so ich dir, Lehrer. Wenn du im Glashaus sitzt, solltest du nicht mit Stein werfen. Was? Was war das Asozialste, was ein Lehrer je zu dir gesagt hat? Wirf keine Stühle rum und film nicht. Endgemein, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also man wird doch wohl noch Stühle werfen dürfen. It's crazy, so. Hat gesagt, du bist ein intelligenter Mann. Das ist nicht gemein, aber nett. Wie heißt du? Aleo. Aleo, Grüße an deine Uni. Aleo Markai. Sie sind auf jeden Fall der netteste Lehrer, den ich jemals getroffen habe. Oh, okay. Okay, sein Bildschirmhintergrund war er selber mit Sixpack. Was? Sie haben keine Zeit, aber Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich. Ihr sollt meinen YouTube-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, ihr sollt dafür abonnieren. Shirley, ja. Kanal Shirley, also dann viel Erfolg damit. Und bitte uns, Das ist unsere Geheimsprache, das ist keiner merkt. Na, haben sich die 300 Euro für den Friseur gelohnt? Haben sie sich gelohnt? Schreibt es in die Kommentare. Nee. Mach keine Kurzarbeit raus, Frau Lehrerin. Wen kennt, spammt mal Tomaten in die Kommentare. Ihr merkt, selbst 1978 waren die Lehrer... ein Arschloch. Wirklich? Ich sag nichts, weil am Ende ist Klassenkonferenz. Ja, wenn ihr sprechen wollt... Bildschirmhintergrund ändern, gell? Was? Jeho! Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Fingernägel, Gold, steh auf Bling, Bling.